Scheibenkleister. Okay, dann fangen wir mal an. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mahlzeit, schöne Grüße. Ja, mögen euch die Winde leiten. Seid gegrüßt. Und seid gegrüßt. Zur Episode, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verplappert, 79. Hatten wir letzte Folge schon 79? Ich glaube, wir haben jetzt 79. Egal. Hier wieder mit Thork bei WoW in Shalaran. Suramar Legion. WoW. Oh, herrlich, abgearbeitet. Okay, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar nämlich, dass ich mich in der Phase quasi ausgelockt habe, sozusagen. Ja, habe ich einen großen Fehler gemacht. Und nun habe ich mich hier wieder gefunden. Das, scheiße. Der Nachtbrunnen ruft mich. Ich muss mal kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwie... Kacke, ich komme da wohl nicht hin. Vertraut nicht jedem. Sonst, Moment. Dann vergessen wir das mal. Und fliegen hier zum zwielichtigen Kontakt. Das sollte... Ja, das ist jetzt blöd gelaufen von mir. Das war jetzt meine Schuld. Scheiße, ich hätte vorher nochmal verkaufen sollen. Egal. Nehmen wir so mit. Ja. Ein kleiner Fehler von mir. Von vielen anderen. Ja. Ach Gott. Oh! Hier noch mitnehmen. Also ich muss sagen, die gehen auch ziemlich schnell down, merke ich gerade so. Möge das Licht dir Stärke verleihen. Aber dass ich... Naja gut, okay. Also hier Richturteil zum Beispiel hat ja 40... Nee, warte mal, wie? 30 Meter Reichweite. Heiliger Schock sogar 40 Meter. Und das ist halt Nahkampfbereich hier, der Kreuzfahrerstoß. Also, ja gut, okay, ich kann es mir vielleicht vorstellen, eine Instanz zu rennen als heiliger Paladin, ja, als heilige Kuh. Oh, hier haben wir noch eine Quest, sehe ich gerade. Mensch, was ist denn hier los? Ich muss zurück. Such den Schmuggler. Ein Weg zurück. Ich muss wieder nach Suramar. Du bist auch in Suramar. Ich muss zurück. Du bist in Suramar, also ich entspann dich. Zurück. Ich wurde ungerechterweise verbannt. Ich kann hier so nicht leben. Ich brauche die Energie des Nachtbrunnens. Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht gesehen, die in eine Wand geritzt war. Es gibt jemanden in den Wassergärten, die Leute in die Stadt schmuggeln kann. Der Leute in die Stadt schmuggeln kann. So ist richtig. An der Wand stand, wir werden erneut aus dem Brunnen trinken. Noch eine Konfrontation mit dem Wachen überlebe ich nicht. Könntet ihr an meiner Stelle gehen? Wenn ich wieder in der Stadt bin, kann ich euch dafür entlohnen. Jo, jo, klar. Hier halte ich es nicht lange aus. Nehmen wir mit. So, hier, such den Schmuggler. Mhm. Liegt da quasi auf dem Weg zu den zwielichtigen Kontakt. Und nehmen wir mit. Jetzt bin ich wieder an ein paar uralten Mana-Splittern vorbeigeflogen. Da hinten links ist auch noch eins, aber das lasse ich jetzt mal. Jetzt müssen wir hier gucken, dass der Schmuggler hier irgendwo vielleicht ist. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Hier. Wir werden erneut aus dem Brunnen trinken. Yo! Asturiel. Ich hoffe, um unser beider Willen, dass niemand euch gefolgt ist. Wir müssen schnell sein, so nah, wie ich dran bin. Besorgt 6 versteckte Vorräte. Ja, natürlich, klar. Null Problemo. Oh, hier, ein Elite-Mob. Orel. Ah, zornwütige. Dieser Teufel. Oh, ich darf eine Maske aufsetzen. Na denn.
Energie wieder von den Vorratskisten. 6 Stück diesmal. Muss auch aufpassen hier, einige von denen haben so ein Auge über ihren Kopf schwebend. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich eben halt, also dass sie unsere Verkleidung sozusagen erkennen, also beziehungsweise dass sie erkennen, dass wir verkleidet sind. So ist richtig. Also aufpassen, das ist mir vor 1-2 Folgen auch schon passiert, dass ich nicht erwischt werde. Und schon ist es fast passiert. Ich bin doch nur hier, um die Truhen einzusammeln. Also die Vorräte. Mehr will ich doch gar nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Boah. Haben aber eine große Guckreichweite, du Holler, die Waldfee. Okay. Etwas stimmt hier nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Wobei, eigentlich weiß ich es ja nicht, weil meiner Meinung nach stimmt hier alles. Ja, es läuft hier keiner in der Verkleidung rum. Der hier so planlos durch die Gegend rennt, sieht zwar so ein bisschen komisch aus, aber doch, also wirkt doch schon recht vertrauensvoll. Vertrauenswürdig, voll. Okay. Letzte Vorbereitung. Wir fliegen mal zurück. Weil ich nämlich glaube, dass es von der Geschichte, also das ist, dass wir, wenn hier zwieliger Kontakt, wenn wir dahin fliegen, dass wir dann wieder, also dass wir irgendwo anders hinfliegen müssen. Und das ist nicht nach Norden. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es jetzt aber natürlich nicht. Gehen wir aber erstmal die Quest ab. So, ihr Dress. Ich muss zurück. Ja, ich weiß. Ist das etwa Mana-Wein für mich? Ich möchte euch und diesen Astoriel danken. Ich wäre hier draußen sicher zugrunde gegangen. Das glaube ich auch. So, folgt den Laternenpfählen und um ihr Dress zu Astoriel zu bringen. Ich muss zurück. Auf der Straße zu reisen ist für mich sicherer. Klar. Läufst du zufällig auch, oder? So, ich glaube, du läufst auch, ne? Du gehst nicht nur. Ja. Gut, sie geht etwas langsamer. Also sie läuft etwas langsamer. Aber sie läuft. Wenn ich jetzt auf ein Reittier steige. Ah ja. Dann lassen wir das erstmal so. Und ich laufe in die falsche Richtung. Ich laufe in die falsche Richtung. Ah, ich dachte, der Typ wäre vielleicht hier oben, aber nein, ist er nicht. Der ist südlich. Wir müssen schnellstmöglich an unser Ziel. Ja, ich weiß. Es wäre praktisch, wenn du eben halt, wenn du sprichst, dass du dann nicht stehen bleibst. Kacke, ey. Gut, okay. Kommen wir mal kurz hier auf. Tja, und sonst so?
Ich meine, halte nicht mehr lange durch. Ja, wieso? Was ist los? Diese Lampen führten mich hierher. Hoffentlich ist der Weg sicher bei meiner Rückkehr. Bestimmt, bestimmt. Komm, wir gehen hier einfach mal ein bisschen runter. Und dann hier den Pfad rauf. Wir sehen hier so einen grünen Kristall. Da noch ein Blümchen, wollte ich gerade sagen. Also ja, Blümchen. Aber halt auch uraltes Mana mit am Start. Das finde ich gut. Und hier haben wir einen Dämon. Maldreth, der Verderber. Na sowas. Okay. Da müssen wir aber nicht hin. Das ist ein Ramob, sehe ich gerade. Ja, hier nehme ich auch mit dem Sternchen markiert. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil da meine sexy weiße Hand vorliegt. Aber ich kann es ja mal kurz eben ausschalten. Warte. So. Los, macht schneller. Hier oben. Da. Stopp. Hier. So. Da. Das gelbe. Hier. Der gelbe Stern. Das ist Maldreth, der Verderber. Kann sein, dass der vielleicht auch noch irgendwas droppt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Deswegen schauen wir einfach mal. Wir machen auch sowieso genug Schaden, das sollte also hinhauen. Na, guck mal, schon auf 60% runter. 37. Oh, Luftloch. So. Ah ja, Ordensressourcen. Los, macht schneller. Ja, nur kein Stress. So, ich scheine wohl irgendwie am ersten Wegpunkt vorbeigelaufen zu sein. Eigentlich müsste das hier sein. Aber sie reagiert gerade nicht. Ich glaube, wenn wir die Möpse jetzt erledigt haben, dann wird sie reagieren. Mal gucken. Seht sie an. Ah. Sie sind kaum mehr wiederzuerkennen. Ich darf mich nicht in einen von ihnen verwandeln. Wir müssen rasch zu Asturi gelangen. Mach den Weg schneller frei. Ja, nun mal kein Stress. Ich hätte gerne noch ein Schlückchen Tee, ganz kurz. Ja, ich bin halt ein Teetrinker, es tut mir leid. Kaffee schmeckt mir nicht, deswegen alternative Tee. Punkt. Ich halte nicht mehr lange durch. Ja, ich war heiß. Ich kann mich nicht verteidigen. Hilfe! Ihr seid nur Verbannte, so wie ich. Dabei habe ich nur diese Diener bestraft. Ihr hättet genau dasselbe gemacht. Ach, da vorne steht er ja. Astoril, so ist richtig. Ihr müsst Astoril sein, endlich. Ja. Wenn ich in die Stadt zurückkehre, werde ich als erstes ein großes Glas kühlen Arkwein trinken. Na dann vorweg schon mal viel, Prost. Mhm. Okay. Hier nehmt diese Entlohnung, eine kleine Anerkennung für eure Hilfe. Vielen Dank. Ich muss zurück. Folgt ihrer, was? Okay. Halte ich es nicht lange aus. Wir müssen jetzt aufbrechen. Bald sind wir wieder daheim. Ja, ja. Ich bin bereit. Beeilen wir uns. Ja, Moment. Ich mache mir Sorgen, dass unsere Feinde uns finden. Habt keine Angst. Bald ist alles wieder gut. Wieso wird sie eigentlich synchronisiert und er nicht? Finde ich komisch. Wir sind da. Oh. Ich verstehe nicht ganz. Das ist nicht die Stadt. Wo? Schluss mit dem Geblabber. Keine Sorge.
Schon bald ist alles vorbei. Okay. Teufelsmeister, ich bringe euch eure letzte Opfergabe. Ich brachte 9-mal neue Seelen meines Blutes. Schau an, der kleine Elf, bla bla bla. Okay, schnell gelegt. Achtung. Und down. So, und sie ist jetzt weg, oder was? Das ist nicht so gut. Verdammt, ich wollte mich hier doch gerade verpieseln. Der Sieg ist unser! Oh, warte. Hier ist ein... Yep. Dankeschön. So. Reichert den Signalgeber mit uralten Mana an. Okay. Ah ja, hier, klar. Nimm hin. 100 Stück. Pff. Passt schon. Yay, und Level Up. Hammer des Zorns. Mensch, man kriegt sogar noch hier paar Fähigkeiten. Schleudert einen göttlichen Hammer, der einem Gegner 446 Schaden zufügt. Nur anwendbar auf Gegner mit weniger als 20% Gesundheit. Ja gut, okay, dann kann er da unten bleiben. Müssen wieder zurück. Alles klar. Da war ja ein kurzer Aufenthalt. Und ich habe vergessen, einen Screenshot zu machen. Scheiße. Ach, muss ich mir wieder einen anderen suchen. Okay. Ein Tag nach dem anderen. Hallo, Talysra. Lebensqualität. Lebensqualität. Quest Band. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Schön. Habe ich überhaupt irgendwas schon geschafft an Dings? Dungeon Schnee, warte mal. Das ist Quests. Legion. Da. Ah ja, guck mal. 2 habe ich schon fertig. Cool. Gut, so, bevor wir jetzt hier aber weiter rennen, gehe ich nochmal kurz eben zum Reparaturfregel. Hier zum Großelementant. Großtelement. Zu Ukulett. So. Ukulett, ich hätte gerne meine Sachen repariert und das hier alles verhökert. Weg, weg, weg. Alles, was geht, weg. Mal. Ja. Jo. 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 Leibblut. Ja, behalte ich noch. Das. Weg, weg. Kann auch weg. Weg. Benutzt erhöht den Ruf bei den Nachtsüchtigen um 25. Erhöht den Ruf der Nachtsüchtigen um 100. Na, no, den behalten will, wo man dann nicht verkaufen. Das kann aber weg. So. Respektiert die Magie oder sie übernimmt euch. Cool. Bei wie viel habe ich die jetzt eigentlich hier? Die Nachtsüchtigen auf freundlich 4.900 von 6.000. Okay. Gut, so, ich sehe gerade, wir haben jetzt knappe 20 Minuten voll. Ergo werden wir uns in der nächsten Folge dann hier irgendwie so wiedersehen. Bei Episode 18. Jawohl. In diesem Sinne, herzlichen Dank bis hierher fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich überreiche Thork das letzte Wort. Ich musste ihm vorher noch sagen, dass er ihm halt jetzt Tschüss sagen soll. Möget ihr stets Rückenwind haben.